hier sind Ursa. Oh, wow, wow, fuck, fuck. Rex, Bär. Genau. Was war das gerade? Das war ich? Irgendwas ist gerade explodiert. Mein Gesicht. Ja, ich bin wieder fast tot. Moment, das Spiel hat einen Bloody Screen? Ja. Ja. Jedes Mal, wenn ich fast tot bin, habe ich einfach voll den, Bloody Screen. Ja, hat's. War das nicht hier vorne, wo du hängen geblieben bist, Nigre? Ja. Wo war das? War weil das ich hier nicht hochspringen konnte. Du kannst natürlich doch einfach außenrum gehen. Er ist kein außenrum. Hier war das, wo du hoch wolltest, glaube ich. Ja, genau da. Da ging's nicht hoch. So ein besonderes Kind. Da konnte ich nicht hochspringen. Und außenrum gab's auch nicht. Dafür hat dein Vater dich nicht lieb. Und du bist adoptiert. Oh! Eigentlich nicht. Sie lebt ja immer noch bei ihrem Vater. Na, goddammit. Deine Mama hat dich verlassen, so. Taiyang tut einem eigentlich auch nur leid. Zuerst verlässt seine Frau ihn einfach ohne Grund und die andere verreckt. Angeblich. Ich sollte nicht lachen, wieso habe ich gelacht? Du ein schlechter Mensch bist. Oh, ich habe gerade meinen AOE-Schaden gefunden. War doch Zeit, wir sind ja nur fast am Ende. Ich erinnere daran, das ist eigentlich mein erstes Mal, dass ich das Spiel richtig spiele. Ansonsten habe ich ja nur mit 3 FPS gespielt. Stimmt. Ich erinnere, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Du machst alles richtig. Du stirbst nicht mehr. Nice. Doch, eigentlich. Zumindest habe ich das hier mitbekommen. Gerade eben ist er einmal verreckt. Psst, davon reden wir nicht. Achso, er ist nicht verreckt. Richtig. A-Plus. Kannst du mir auch von dem Zeit was zu sagen? Gestellt. Du Beach. Wieder nicht hin. Haha, ist jetzt. Oh, okay. Grimp. Oh Gott, moin. Die Viecher heißen übrigens Creeps, wollte ich mal gesagt haben. Also diese Art von Grimm. Also die grünen Viecher, die explodieren, wenn man sie kitzelt. Aha. I don't get it. Let something like this hinder the progress of his work. I can only imagine what we'll find inside. Okay, und du willst es anscheinend noch nicht erklären, das ist auch in Ordnung. Ja, weil dann bin ich, dann hasse ich mich selbst. Tust du es nicht? Geht der Satz noch weiter, oder? Noch mehr. Klang, jetzt ging er weiter. Nein, diese Konversation ist jetzt beendet, ich gehe dann, tschüss. Dann hasse ich mich selbst. Okay. Ja, richtig, das war's. So. Bleib hier, du Kackvieh. Oh, 22 FPS. Sicke 22 FPS gerade. Oh shit, warum droppen meine FPS so doll? Okay, jetzt geht's wieder. Das ist das Schöne daran, scheiß Einrastfunktion, lass mich in Ruhe. Das ist das Schöne daran, wenn man so wie ich nicht wirklich einen Unterschied sieht zwischen 30 und alles über 30. Was bist du für ein Mensch, bitte? Es kann nicht PC Master Race. Ich sehe das nicht bei Videospielen, aber bei richtigen Aufnahmen sehe ich das. Aber bei Spielen ist es egal, ob 30... Ich finde, bei richtigen Aufnahmen schaut das total unprofessionell aus. Wenn man was hat? Du, was? Wenn man High Framerate hat. Wenn man High Framerate hat. Weißt du, wenn du dir einen Film anschaust in 24 FPS und dann in 48 FPS. Ich finde, der 48 FPS Film schaut einfach aus, als würde der mit so einem Camcorder gefilmt werden. Nee. Camcorder haben normalerweise 50 FPS, während Filme halt in 24 abgespielt werden. In meinen Augen schaut das ultra scheiße aus. Und das kann der größte Budgetfilm mit 5 Millionen sein, was auch immer. Für mich schaut das aus, wie mit einem Camcorder gefilmt. Gott, das erinnert mich gerade aus irgendeinem Grund an das Abo-Special damals von Steve. Mit diesem Back to the Future-Kram und so. Oh Gott. Das war auch. Ah, das Acting war auch. Ist auch High Budget. Auf jeden Fall. Seitdem spreche ich nur noch in Jump Cuts. Ich habe immer noch rumgeschrieben.
Er hat mir mit seiner Diamantspitzhacke mein Auge ausgestochen. Seitdem rede ich nur noch in Jump Cut. Das ist so ein guter Spruch. Ich musste mir das ja damals nochmal angucken, als ich das Friends-Video gemacht habe. Wo ich auch bis heute nicht weiß, warum ich das gemacht habe. Aus Prinzip. Es war gut. Es war so abends um 10 saß ich da, hab glaube ich, das war das Avengers-Video, das einer in dem Style gemacht hat, hab ich gesehen. Und dachte mir, das kannst du auch. Ich weiß, das paar Stunden später war es fertig, ich weiß immer noch nicht warum. Und was hast du gesehen? Das Hitler-Friends-Video? Das Avengers. Kennt ihr das? Ach, das Avengers. Music. Das Hitler. Jetzt, ja, das gibt es doch bestimmt. Du bist doch auch auf 4chan, also ich bitte dich, du kennst doch das Hitler-Friends-Video. Nein, ich bin aus dem. Wenn ich auf 4chan bin, dann nur im Ruby-Thread von CO. Verdammt, dann cutte das bitte raus. Leute, ist das jetzt eigentlich das Spiel? Okay, das war das Spiel. Ja, das hat nie Musik. Also laute Musik. Wii. 9-11. Never forget. The Faunus did 9-11. 0137. Daran arbeiten wir noch ein bisschen. Das Kuri muss einmal sterben und Schaffer, du musst noch zweimal sterben. Das schaffst du mal jetzt. Wie oben rechts einfach immer zweimal Kaffee steht, wenn wir ein neues Level betreten. Kaffee ist wichtig. Ich möchte mehr von U-Black in der Serie. U-Black ist toll. Er trinkt Kaffee. Mhm. Flammenwerfer-Teekanne. Ich weiß immer noch nicht, wie die funktioniert. Egal, sie kann zwei wegdingsen. Wegfeuern. Wegkanonieren. Wegkocken. Kanonieren. Ich habe übrigens Lakitu gerade mal wieder den Screenshot geschickt. Von wegen, ich finde Hitler gut. Alter, aus Prinzip. Hab ich schon länger nicht mehr gemacht. Das macht Spaß. Ja, das waren meine Lieblingsaktivitäten, diesen Screenshot zu verschicken. Das werde ich Ihnen sagen. Ich erwähne nur Never Forgetty. Ich bereue nichts. Wie Chaya, dass sie mir die Happy Birthday Aufnahme nicht geschickt hat. Wie ich Geburtstag hatte, sie gefragt habe, ob sie für mich singt. Und dann meinte sie, sie hat das zwar aufgenommen, aber es wäre zu peinlich, das zu schicken. Und dann neulich mache ich ihren Stream an und dann einfach meint sie auf einmal, dass ihr das Hammer unangenehm ist. Und ich stehe da, was, will sie jetzt singen? Und dann singt sie auf einmal für einen in ihrer, im Chat, auf einmal Happy Birthday. Und ich nur, tja. Ach so, für ihn singst du. Das war Chaya mega unangenehm. Ja, dann hasst sie dich wohl. Deswegen jetzt ist es offiziell. Deswegen heißt auch ihr Ex-Com-Soldat bei mir Chaya Sad Birthday Chan. Und Scarlet ist Karl, der Baumeister Scarlet. Ich dachte eigentlich, ich wäre Bauarbeiter. Wieso bin ich jetzt plötzlich Baumeister? Zu einem Baumeister hochgestuft. Weil das ein cooler Titel ist. Hast du Fortbildung gemacht? Hast du Fortbildung gemacht, weißt du? Bist du jetzt voll der Baumeister? Mach ich Bild durch Facebook. Ach, wir sind schlechte Menschen. Ich meine, Scarlet ist das Schlechteste von uns, haben wir schon herausgefunden. Er lacht darüber, dass Mütter ihre Kinder verlassen und sterben. Hey, das ist schon... Du musst zugeben, dass das schon ziemlich lustig ist. Eigentlich nicht. Oh, verdammt, es geht ja weiter. Also, eigentlich, jetzt willst du drüber nachdenken? Nee. Auch ein Special Point, wenn ich Quake machen kann. Please. Danke. Quake instant killt die Dinger, nimmt einfach mal. Sie sterben einfach nicht. Jetzt aber. Ich muss hier gegen drei dieser fetten Viecher ich ankämpfen. Stehe in der Mitte, aber und bin noch nicht gestorben. Aber ich das weiß ist nicht okay. Warum. Du bist inzwischen so oft gestorben, die denken, du bist einfach tot. Ich hab das Spiel gebackt. Würde mich nicht überraschen. Ich hab Mitleid mit dir. Wegen deinem Vater. Gott, diese ganzen Alpha-B-Ober... Ja, aber kill du die einfach mal. Ich geh mal auf, nee, die sind schon tot. Okay, nevermind, ich kann keine Kills laufen. Welch eine Schande. Yeah, we win! Yay! Yay! So,
gleich müssten wir in der Hölle sein, wenn ich mich nicht täusche. Also wirklich in der Hölle? Da hinten ist die Pforte zur Hölle. Sind wir nicht schon in der Hölle? Nee, ich meine die Hölle mit dem Dust betriebenen Wagen. Ach, die Hölle, oh Gott. Auch. Die andere Hölle. Ich habe übrigens fast Level 10 erreicht, dann schalte ich mein zweites Semblance frei. Ich weiß nicht genau, was das meint. Sweet, ich bin erst auf Level 8. Die Al-Qaida-Krim sind auch da. Stimmt. Aber die kann man ja gut töten mit Rechtsklick, habe ich gerade festgestellt. Ach ja, mit Rechtsklick, stimmt. Ich mach mal Rechtsklick auf meinen Controller. Wenn du triffst. Das geht. Das ist einfach nur zu schlecht für Auto-Aim. Eine General-Fähigkeit bei mir heißt einfach Ice Queen. Finde ich gut. Überrascht dich das? Ich meine, es ist weiß. Wieso heißt die letzte Challenge für Yang Chitty Chitty Yang Yang? Aus Prinzip. Warum nicht, frage ich dich. Warum nicht? Oh, ich muss einmal. Ja, ich kann nicht skillen, wenn ich gerade am Sterben bin. Geh mal weg. The first attack that hits Yang does not freeze. Achso, wow. Ah, das Gegner. Ey, du hast sie gefreezed. Mach's endlich mal was. Ich weiß. Das ist ja Ice Queen. Moment, ist das eine von denen rechts unten? Ja, den General. Oh, dann hast du die freigeschaltet mit irgendwas. Ich hab sie geskillt. Ich hab ja endlich mal durchgelesen, was das erst macht. Freischalten. Die beiden. Ja, ja. Meins hab ich irgendwie, weil ich ganz viele Gegner noch einmal getötet hab. Und die zweite, weil ich die 10 erreicht hab. Ach, kommt ja auch mal zu Hilfe. Ich hab Ice Queen wahrscheinlich freigeschaltet, weil mein Herz so kalt ist, weil ich über Mütter lache, die ihre Kinder hinterlassen. Ich finde das so als Titel einfach: Holy shit, you're fucking terrible. You're worse than Hitler. Das sollte ich jetzt nicht gehen. Aber nah dran. Steht sogar Hitler da. Dude, setz Colt. Wie das aussieht, wenn die eingefroren sind. I'm finally doing something. Be proud of me, Dad. Ich find's ja super, wie wir hier zu zweit auf 1 und Alpha B-Wurf eindreschen und die anderen beiden haben hinten so eine Horde am Arsch kleben. Safe Schuld. Die können auch auf einen einschlagen. Mobbing for the win. See ya. Hab ich inzwischen mal genug damit gekillt? You should be able to reach an exit through these doors. Just turn the power back on, so we can open them up. Yay, yeah, jetzt beginnt der Spaß. Der Spaß. Jetzt beginnt der Spaß, ja, eigentlich schon. So, wir müssen jetzt den scheiß Wagen mit Kristallen befeuern. Ich please move. Ich muss nur kurz gehen. Wie jetzt? Wir müssen einfach Stuff holen und... Wir müssen einfach nur Stuff holen. Bleib mal in deinem naiven Glauben. Ach. Gut. Kann mir bitte einer folgen? Ich möchte nicht alleine gegen die Viecher kämpfen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Gut, ich bleib da. Da kann er gleich den Kristall einsammeln. Braucht das Teil noch mehr Kristalle oder können wir jetzt endlich gehen? Ich brauche noch mehr, hier sind überall welche verteilt von den Dispensern. Und natürlich können wir nicht einfach ganz viele auf einmal nehmen von einem von denen. Wir müssen immer zum richtigen laufen. Ach so, ich dachte, ich gehe nochmal hinter, weil ich der Nutzloseste bin und die alleine kämpfen könnt. Müssen wir nicht sogar nachher noch ein von der hinten holen? Eigentlich bringt es ja gar nicht, gegen die Gegner zu kämpfen, oder? Die spawnen ja eh ständig nach. Aber das ist der Sinn! Der Sinn vom Spiel! Natürlich bist du tot. Yeah, what did you expect? Ich kann dir leider gerade nicht helfen, ich muss das holen, damit wir den Wagen wegkriegen. Das ist okay. Au. Ach, verdammt. It's only a scratch. Much appreciated. Please love me, Daddy. Oh Gott. Laufen ist gut. Ich bin tot.
Bin ich der Einzige, der hier was macht? Du bist nicht ich, warum bist du tot? Ich hab versucht, euch zu retten. Und die Al-Qaida-Typen von euch wegzulassen. Much appreciated. Dann sind sie einfach explodiert. Goddammit, ich hab nicht mal den ersten wiederbelebt, da ist der nächste schon tot. Nein, das bin schon wieder ich. Ja, mehr das holen und losgehen und wiederbeleben. Thanks, Dan. Ich sag es auch, ich kann gerade keine Special Points sammeln. Wie kann ich jetzt schon wieder gestorben sein? You're welcome to Peak Musik. Special Points machen. Ohne Special Points keine Kills, ohne Kills. What the fuck? Nein! Bin wieder tot. Ah. Ich bleib einfach von den Suiziddingern weg. Ich glaube, das wäre praktisch. Steh auf, Bitch. Much appreciated. Oh, ich möchte einfach nur sterben, um wiederbelebt zu werden, damit dieser eine Soundclip kommt. Sorry, Ruby, ich muss dich hinten leider ein bisschen sterben lassen. Klaut einfach mein Kill, Ikre, please. Das wäre da. Ich bin aber auch der Einzige, der Leute wiederbelebt, kann das sein? Kein Wunder, ich bin schon Level 10. Ich habe zweimal Scarlet wiederbelebt. Glaube ich. Könnte auch mehr sein. Ich sterbe schon ziemlich häufig. So, den nächsten Dustkristall geholt. Beweg deinen koffeinierten Arsch einfach hier rüber und helf uns zu spacken. Nein, lass mich in Ruhe, ich will nicht sterben. Ich glaube, einmal müssen wir noch. Einmal müssen wir noch sterben? Richtig. Ah, you're almost there. Oh, it's gonna be close. Holt einer den Dust da hinten? Einer, der nicht ich ist. Ich geh schon. Krieg ich doch mal Grimm. Gut. Okay, fast. Hey, das ist noch ein Artefakt. Don't die on me! Speed! Halt einfach gedrückt nach dem Sprinten. Nach dem Rollen, dann sprintest du. Nein, ich renne in der gleichen Geschwindigkeit, wie wenn ich nicht sprinten drücke. Ich meine, ich benutze es nicht, aber da stand, dass man, wenn man den Dodge-Button gedrückt hält, sprintet. Du benutzt es nicht, weil es nicht funktioniert. Nein, weil ich nicht muss. Ich hoffe immer noch gleich schnell. Jo, nice. Whee. RIP. Ich glaube, da fehlt ein Stück vom Weg. Gut aufgepasst. Stolz auf dich. Well, I'm glad everyone was able to keep their cool and not explode. That would have made for an uncomfortable parent-teacher conference. Still, naja, bei Yang wird's ja nicht allzu lange dauern. Oh. Oder Ruby, wenn es genau nimmt. And none of them are good news. Hm. Ja, Level, du darfst laden. Danke. 12-mal! Ich gebe mein Bestes, okay? Das ist schon, puh! GG! I did my best! Jetzt, und das war's? Ja, das ist. Das momentan, war das komplette Game? Es gibt momentan nur eine Kampagne. Das ist ich das hoffe ganze mal, da Early Access Game, ja. Also mindestens 2 weitere Kampagnen sind noch geplant und sollen dieses Jahr noch rauskommen. Sweet. Zusammen mit Team Juniper, die auch noch irgendwann rauskommen sollen. John Sweet. Kann wahrscheinlich gar nichts. Nice. Kann wahrscheinlich einfach laufen. Perfekter Charakter für mich. Vielleicht schaffe ich es dann nicht zu sterben, wenn ich nur wegrenne. Ich hätte hierzu ja gern noch einen Singleplayer. Der kommt ja im nächsten Update. Ein Offline-Singleplayer. Wuhu! Okay, best game. Ich finde aber sowas macht sich voll gut als MMORPG. Also ich kann mir das, wie es so gerade ist, voll gut als MMORPG vorstellen.
Als MMO funktioniert das, glaube ich, weniger als so dieses Spiel, genau. Nee. Online. Wieso? Maximal zu viert. Was willst du hier mit 35 Yanks durchrennen, oder was? Nein, vielleicht mit 35 mit Weißfuß, aber auf keinen Fall hier oh mit Gott, Yang. 35 von diesen Bitches. Die die 35 von pannenbringenden Schrecklichkeiten. Das wäre zumindest spaßig. Das sagst du. Ja. Findest auch Katzen gegen Wände werfen spaßig. Das klingt ohne Kontext immer noch viel schlimmer als also eigentlich war es schon nicht in Ordnung, aber es klingt viel schlimmer, wenn man es so sagt. Das klingt total schlimm, so schlimm ist das. Also eigentlich doch, ja, es klingt schlimm und ist schlimm. Aber nicht so schlimm. Jetzt bin ich wieder traurig. Die Katze auch. Ich glaube gar nicht, dass sie noch leben. Also nicht als Resultat davon, dass sie gegen die Wand gelaufen haben. Guri, du machst es nicht besser. Du machst es nicht besser. Überhaupt nicht. Just stop. Stop being. Stop being. Einfach nichts mehr sagen. Okay, das kann ich aber nicht, das weißt du. Wenn ich aufhöre zu reden, dann explodiere ich. Ja, dann spontane Selbstentzündung. Richtig. Das war lustig. Das war's. Soll ich die Aufnahme stoppen oder wollen wir noch mehr Scheiße labern? Könntest du mal erklären, warum du die Katzen gegen die Wände geworfen hast? Oder ist es eine Story für ein andermal immer noch? Das nehme ich mit in mein Grab. Okay. Das ist so eine Story nachts im Stream und den Stream dann löschen. Richtig. Wenn es keine Beweise gibt. Drei Leute mitkriegen. Ich frage mich, ob mein Nachbar sich daran noch erinnert. Wie du ihm seine Katze an die Wand geworfen hast. Wie wir seine Katzen an die Wand geworfen haben. Ich will einfach aufzureden. Wir müssen Katzen. Einfach deinen Nachbar finden, der sagt es uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Wollte Ciao! Okay, Scarlett. Danke für diesen sehr... Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du unser Leben bereicherst. Danke, Tschüss. Dass du so oft gestorben bist. Immer wieder gerne. Einfach nachfragen. Naja, aber andererseits macht das Sinn, wenn man überlegt, wie oft Weiß einfach ihre Kämpfe verloren hat, hat Scarlett eigentlich nur ziemlich gut das nachgespielt. Hass. Your waifu is shit. Und deine hat keine Eltern. Jetzt geh nach Hause. Doch, sie hat immer noch einen Vater. Anders als deine. Noch. Also gut, ich hab einen Vater, ja? Der hat dich nur nicht lieb. Ich höre auf zu nehmen.